Dieses Video wird dir präsentiert durch das EA Creator Network. Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 22 My Team Karriere mit mir, dem Ray. Der große Preis von Australien steht als nächstes an, doch bevor wir den fahren, gibt es natürlich noch ein bisschen was im Teammanagement zu erledigen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, werden auch einige Upgrades fertiggestellt. Zumindest mal die Termine stehen in den nächsten Tagen an. Ob aber die Entwicklung erfolgreich ist, das werden wir dann sehen. Aber eins nach dem anderen, wir haben ja ein bisschen Forschungspunkte, ich sage jetzt mal, erfahren. Ein bisschen Geld haben wir auch gemacht, wobei ich glaube, das reicht noch nicht, um in der einen oder anderen Abteilung da wirklich was zu pushen, oder? Ah doch, das könnte. Qualitätskontrolle, Ressourcen erzeugen. Ich glaube, da sparen wir lieber. Das könnten wir zwar auch machen. Wie ist es beim Marketing? Ja, das ist halt relativ teuer. Ja, muss man mal gucken. Aber ich glaube, ich spare nochmal. Oder vielleicht kriegen wir nochmal auch wöchentlich. Ja, wir kriegen am 4. April kriegen wir nochmal wöchentliche Ressourcen. Da kriegen wir auch ein bisschen Geld rein. Dann gucken wir da vielleicht nochmal. Ja, ganz kurz auch zum Fahrzeug. Ich habe den Grau-Silberton, wenn man so möchte, ein bisschen, upsala, angepasst. Ah, und mittlerweile ist der Day Zero Patch erschienen. Also bei mir. Bei euch ist er schon direkt zu Release da gewesen. Aber bei mir ist er jetzt quasi zeitblasentechnisch auch angekommen. Was sehr schön ist, weil jetzt sieht endlich der Mercedes so aus, wie er aussehen soll und der Red Bull auch. Ich habe beim Spielerauto ein bisschen den Grau-Silberton ein bisschen heller gemacht. Ich bin aber am Überlegen, ob ich den tatsächlich nicht sogar nochmal einen Ticken heller mache. So, ja, wobei das schon zu hell. Ich würde sagen, wir machen so vielleicht. Da vielleicht ein bisschen weniger das Bluish. Das Problem ist, dass diese Beleuchtung hier halt ein bisschen immer anders aussieht als auf der Strecke. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen heller, weil mir kam das doch sehr dunkel vor. Wobei, wir sind erst auch zwei Nachtrennen gefahren, da sieht es sowieso immer sehr dunkel aus. Wir lassen es einfach mal so, das passt schon. Ich denke, wir werden eh über die Zeit andere Lackierungen noch freischalten und dann für die kommenden Saisons sowieso vielleicht ganz andere Farben wählen oder so, sei es drum. So, ja, jetzt eins nach dem anderen. Ich bin gerade ein bisschen gucken, wir können da ein bisschen was machen, da haben wir auch ein bisschen was. Okay, also wir sind immer noch das zweitschlechteste Team. Klar, da hat jetzt sich auch noch nichts getan. Wir können die Chassisabteilung ein bisschen pushen, dafür würden die anderen ein bisschen drunter leiden. Was können wir machen? Sponsorenwerbung. Kostet halt 4 Tage, weiß nicht, ob das so viel bringt. Das ist cool. Kostet zwar Geld, aber pusht alle, deswegen würde ich das mal machen. Auch das würde ich vielleicht sogar machen. Und dann holen wir das Geld vielleicht dann doch darüber wieder rein. 32 Ressourcenpunkte. Nee. Machen wir das so. Und dann haben wir auch alle Tage voll ausgeteilt. Wir haben auch wieder eine Pirelli Hotlap. Ja, also es geht munter weiter. Und dann gucke ich gerade bei der Forschung und Entwicklung. Da wäre ja der Antrieb ganz gut zu punkten oder zu pushen. Aber da haben wir jetzt gerade nichts. Deswegen würde ich sagen, wir warten kurz mal ab, ob die Zündkerze zu... die Kürzzernte, ja. So heißt es, damit die Zündkerze überhaupt durchgeht. Wir gehen mal voran. Ja, Radwinglets hat geklappt. Zündkerze, ja! Die Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ihr seid geil, Jungs und Mädels. Ja, wir sind vor Aston Martin, aktuell zumindest mal. So, Antrieb, rein da. Wir haben auch neue Sachen freigeschaltet. So, da sind wir jetzt nämlich auch schlauer. Cool, also, wir könnten direkt die Zylinderköpfe pushen oder wir könnten im Energierückgewinnungssystem was machen. Oder wir könnten bei der Treibstoffeffizienz, ja, das ist egal, Leistung wollen wir. Wir wollen Leistung, das investiere ich sowas von. Wird allerdings erst nach dem Imola-Rennen, also nach dem, ist ja nicht Monza, das ist Imola, was da kommt, fertig, aber ist egal. Ja, rein da. Muss sein. So, mehr haben wir jetzt auch erstmal nicht. Und dann geht die Reise weiter bis zu den wöchentlichen. Das passt. Da haben wir ein bisschen Geld reinbekommen. Ja, wir machen einfach weiter. Oder sollen wir schon Geld investieren? Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben halt knapp diese 1,5 Millionen jetzt nicht. Mit 1,5 Millionen könnten wir, glaube ich, mehr machen. Aber hier auch nicht. Das ist alles deutlich teurer. Chassis. Ressourcenerzeugung wäre halt geil. Effektwahrscheinlichkeit verringern. Ja, ich meine, wir müssen eh alles mal irgendwann machen. Ne? Ich will nur gerade gucken. Personal erstmal noch nicht. Verzierfähigkeit wäre auch nicht verkehrt. Bauzeit da zu kürzen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Erstmal überall die Bauzeit vielleicht zu beschleunigen. Da kostet aber 1,5. Oh, uns fehlt ein bisschen Geld. Das ist doch nervig.
Kriegen wir nochmal irgendwie Geld? Sponsorwerbung, kriegen wir doch nochmal Geld rein, oder? Ja, dann machen wir das so. Dann gehen wir bis zum 6. vor. Du hast nein! Keinen Rivalen. Der Unterboden hat nicht geklappt. Fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn deine Anerkennung wird nicht nur steigen, wenn du gewinnst, sondern sich auch verschlechtern, wenn du verlierst. Ja, kostet, können wir auch aber gleich wieder anstoßen. Wird dann nach dem Australien-Grand Prix fertig. Machen wir. So, dass das auch natürlich vorangeht. So, okay. Gleich wieder in die Entwicklung schießen. Ja, jeder Tag ist wichtig. So, wir gehen zum 6. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Jegliche Neuentwicklungen musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Ja, nicht jegliche, nur die eine jetzt. Die sind im Gang und die andere haben ja eigentlich gepasst. So. Wir sind nicht mehr vor Aston Martin See. Ah ne, das ist noch gar nicht der aktuelle Fall. Ist ja auch egal. Genau, jetzt haben wir nämlich die 1,5. Und dann mache ich nämlich hier bei Aero nämlich auch mal die Bauzeit schneller. So, und dann machen wir das nämlich das nächste Mal auch noch bei der Strapazierfähigkeit, dass wir das mal haben. Das wäre doch gar nicht verkehrt. So, jetzt habe ich aber lang genug geschnackt. Aber tut mir leid, dass ich noch ein bisschen verplant bin. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Das ist immer noch Release-Woche, ja. Da darf man auch ein bisschen hippelig sein hier. So, was können wir machen? Average Speed Zone im AMG GTR Pro. Ja, nicht im Black Series. Oder im 27S. Jetzt, ja, jetzt dürfen wir mit dem 27S driften, weißt du? Das ist doch schon eine Verarsche. Ja? Nee, komm. Ich habe letztes Mal den 27S nicht gemacht. Jetzt mache ich den 27S, auch wenn es jetzt wieder Drift ist. Aber hey, Driften macht auch scheiße Spaß. Also von dem her, come on. Ja, wir werden das Average Speed und alles eh noch sehen. Das passt schon. Also, machen wir. Wir machen Drift. Rein da. Bin gespannt, wie sie 27S driften lässt. Aber Power hat er ja genug. Regen. Oh mein Gott. Regen. Okay. Ja, aber gut. Drift im Regen sollte ja eigentlich klar gehen, oder? Drift, Treibe, ja gut, das kennen wir schon. Guck mal, auch, oh, hey, das ist ja voll gut. Ich habe die noch nie im Regen angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Und das ist ja voll gut mit den Scheibenwischer und so. Das ist ja richtig authentisch eigentlich umgesetzt. Wenn ich das mal so sagen darf. Not bad. Fällt mir. So, was wir aber noch schnell machen. Wenn ich das hier machen darf, ist die Kameraanpassung bei den Dingern. Das mal nehme ich hier mal an. Und zwar mache ich meistens das Blickfeld hier ein bisschen geringer. Bei dem würde ich es jetzt mal so vielleicht machen und würde mich ein bisschen nach vorne setzen. Ah, man muss mal so vielleicht. Ich würde mich ein bisschen nach vorne setzen. So. Ne, vielleicht lasse ich es sogar so. So. Ja, setzen wir uns einfach noch ein bisschen nach vorne. Und auf jeden Fall Kamera zittern. Unbedingt runter. Bewegung vielleicht auf 5. Und ja, beim Driften ist es mit dem Kamerascheidel-Ding gar nicht so verkehrt, aber mich nervt es meistens, deswegen mache ich es komplett raus. So, sorry für die Unterbrechung. Und los geht's. Klingt echt gut. Okay, was ich noch schnell aktiviere. Wobei, das könnte noch sogar aktiviert sein. Moment. Ja, weil, kleiner Fun-Fact: Das Video, was ihr vielleicht vor ein paar Tagen gesehen habt mit den Safety-Cars, wurde genau, exakt genau hier davor aufgenommen. Deswegen ist das ja sogar noch richtig eingestellt. Das ist perfekt. Okay, jetzt gucken wir mal. 14.000 Punkte müssen wir schaffen. Das wird lustig. Ja, gucken wir mal. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Winkel wir gehen können hier. Ich meine, im Regen sollte das ja eigentlich ganz gut gehen hier. Oh, guck mal, der Regen. Die Regentropfen gehen sogar auch seitlich mit, ja? Geil, also das haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt mit dem Regen auf der Scheibe. Haben sie sich ein bisschen bei Dirt und so bedient wahrscheinlich. Das ist ja alles dieselbe Engine. Bin noch ein bisschen zu zaghaft, glaube ich, mit dem. Ich nutze gerade übrigens auch die Handbremse gerade. Haben wir jetzt herausgefunden beim Safety-Car-Video, dass das ganz gut geht. Muss noch gucken, dass ich ein bisschen jetzt mehr Punkte mache. Weil wir haben noch sehr viel Zeit. Und Australien hat ja noch ein paar mehr Kühlchen vielleicht. Das ist vielleicht nicht so schön hier, dieses Hin- und Her-Schwacken. Aber ich will ja auch die Punkte schaffen. Ich auf jeden Fall mehr als genug Power. Ein bisschen Drehzahlbremser tut nicht weh. Dann gehen wir mal ein bisschen. Alter, sehr schnell. Aber klar, 27S ist halt ein Monster. Wir haben erst die Hälfte der Punkte. Also, das könnte trotzdem nochmal knapp werden, ey.
Ich habe am Anfang ein bisschen zu sehr rumgepusst. Da vielleicht auch der Hinweis. Ich gebe mir immer 3 Versuche bei den Einladungsevents, ja, dass ihr schon mal Bescheid wisst, falls ihr das letztes Mal nicht mitbekommen habt mit dem Aston Martin. Das erste Mal zum Reintasten, gucken, wie es läuft. Ich weiß halt nicht, ob die Punkte immer mehr werden, je länger man den Drift laufen lässt, oder... Oh, das war zu viel des Guten. Da wollte ich jetzt zu viel. Das könnte noch reichen, im First Try. Also im Regen ist es natürlich schon einfacher, den Drift anzufangen, aber ihn zu halten, kann schon echt ein bisschen schwierig werden. Komm, das sollten wir doch schaffen, wenn ich es nicht nochmal wegschmeiß. Jawoll. Regen plus die Power eines Briten. Was soll da schon schief gehen, oder? Geil. Das war ein bisschen zu schnell. Nein. Er hat jetzt auch nicht mehr gezählt. Egal. Ja, cool. First Try. Nicht schön, aber effizient. Oh, die Scheiben waren sogar offen. Das ist natürlich sehr gut, wenn es regnet. Wenn du auch noch driftest, dann regnet es erst recht rein. Ja, sehr schön. Ja, speichere ich mal ab. Und gucke ich mir nochmal ganz kurz. Ah, ein bisschen reingucken soll der erlaubt. Oh, das sieht ein bisschen komisch aus hier. Bisschen das Level of Detail nicht ganz perfekt. Aber das wird gleich besser, denke ich. Jawohl. Mal ein bisschen vorspulen vielleicht. Zu einer Driftstelle. So, jetzt. Ja, die Lichter fehlen ein bisschen. Das habe ich beim Safety Car schon bemängelt. Ne? Also auch hier jetzt die Headlights oder so wären schon ganz gut. Boah, ich hoffe nur, dass es im Rennen nicht regnet, ne? Aber ja, gut, irgendwann müssen wir die Regenerfahrung machen. Ah, 27, das ist schon ein geiles Auto. Cool wäre jetzt, wenn halt natürlich auch, wenn sie einen 765 LT reingebracht hätten. Aber jetzt im Regen sieht es immerhin so aus, als ob da Reifenqualm wäre. Dabei ist natürlich nur die Regengischt. Ja, schön ist das diesmal nicht gewesen. Also diesmal ging es mir echt nicht darum, schöne Drift zu machen, sondern einfach nur Punkte, Punkte, Punkte. Was mir halt den First Try-Versuch beschert hat. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Also mir macht es echt Laune, in dem Game quer zu fahren. Haha, nice. Ist auch immer cool, dass dann die Einladungsevents auch immer auf den Strecken ist, wo man dann als nächstes auch fährt. Weil das war ja bei den Classic-Einladungsevents immer eben halt nicht so. Und deswegen finde ich das hier eigentlich jetzt schon cooler so. Ja, nice. Ich würde aber sagen, dann soll es das hier gewesen sein. Das Geld und die Anerkennung nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Das wird ja schon sehr gut bezahlt. Also für so ein bisschen mal ein 27 querfahren, 100.000 bekommen. Wir müssen eventuell ein paar Einrichtungen vorübergehend schließen, um Kosten zu sparen. Ach, Quark. Das kriegen wir alles wieder rein. Ich habe halt gut investiert. So funktioniert es halt im Unternehmen, ja? Gut, dann würde ich aber sagen, jetzt wird es Zeit fürs Qualifying. Dann sehen wir ja gleich mehr, wie das Wetter aussehen wird. Und ja, dann würde ich sagen, rein da! Ja, kein Regen, sehr schön und wie ihr gerade auch vielleicht gesehen habt, habe ich beim Helm auch ein bisschen noch was geändert. Das Grün habe ich jetzt doch komplett rausgenommen, weil man hat es eh nicht wirklich gesehen. Habe das jetzt zu so einem ganz, 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 ganz dunklen Grau gemacht. Das ist ja so ein bisschen matt. Finde ich ein bisschen schade, ich fände es noch geil, wenn man beim Helm auch die Materialien so wie beim Fahrzeug ändern könnte. Dann könnte man da auch noch mal ein bisschen spielen. Aber sei es drum, ich habe schon gesehen, im ersten Season Pass sind so viele geile neue Helme. Also ich glaube, wir werden eh nicht lange bei diesem Helm bleiben. Aber jetzt eins nach dem anderen. Wie gesagt, kein Regen, das ist schon mal schön. Konnte ich mich auch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was hier kommt. Ja, zum Setup. Ich glaube, so langsam, also ist jetzt klar, das dritte Rennwochenende und vielleicht ist Australien und auch Cheddar nicht so wirklich der Gradmesser für die künftigen Strecken.
Aber das Setup von Cheddar hat mir sehr gut gefallen. Wir waren sehr konkurrenzfähig. Und auf dem Setup habe ich auch tatsächlich aufgebaut. Also tatsächlich die gleiche Flügeleinstellung. Hat hier einfach wunderbar gepasst. Was hier sehr entscheidend ist tatsächlich, also das finde ich auch, funktioniert wunderbar aktuell. Also tatsächlich sehr wenig Radsturz hinten. Nicht zu wenig, aber jetzt auch nicht zu viel vor allem. Und das ist halt das Interessante. Also gerade Stabi vorne ein bisschen weicher, hinten ein bisschen härter. Irgendwo so in der Mitte, ja. Also ihr erinnert euch vielleicht, in Cheddar bin ich 6-7 gefahren. Nee, Quatsch, 5-6 bin ich da gefahren und 6-7 wäre dort auch gegangen. War aber dann, die 5-6-Variante war dann ein bisschen weicher und war ein bisschen sicherer. Genau, hier ein bisschen extremer noch, 5-7 jetzt das Verhältnis, weil, jetzt kommt's, vorne fahren wir insgesamt weicher. Würde ich ungern machen, also am liebsten würde ich tatsächlich auch wie bei Cheddar 5-2 fahren. Sind wir da 5-2 gefahren? Ich glaube, ja. 5-1 auf keinen Fall. 5-2 sind wir da gefahren. Das Ding ist, wenn es da vorne zu weich ist, dann ist beim Einlenken wie so ein Taubheitsgefühl. Das Fahrzeug will nicht so richtig. Dieser erste Mühe von Lenkimpuls funktioniert nicht so richtig. Deswegen ist so eine etwas härtere Aufhängung vorne besser. Tatsächlich, dieser eine Klick macht da schon viel aus. Aber jetzt kommt's. Hier in Australien sind die Curbs sehr ruppig. Und wenn man perfekt fährt, kein Thema. Nur das wird im Rennen 100% nicht passieren. Das heißt, wenn ich einmal ein bisschen härter die Curbs attackiere, dann kann es passieren, dass das Auto aufsetzt und das Auto macht fupp und weg bin ich in der Wand. Und die sind ziemlich nah hier in Australien. Deswegen die Variante 4-1, Entschuldigung. Und dafür aber beim Stabi ein bisschen aggressiver. Funktioniert tatsächlich sehr gut. Gerade über die Curbs ist es jetzt echt kein Thema mehr, es sei denn, man nimmt die ganz hohen Curbs richtig aggressiv mit, aber das sollte man so oder so nicht tun, das ist man selber schuld. Aber so klappt es tatsächlich irgendwie. Großes Problem tatsächlich, was ich jetzt hier noch habe in Australien im Long Run, war tatsächlich, dass der Reifen hinten links Probleme macht. Ich habe alles probiert mit wenig Druck, mit viel Druck. Es hat sich herausgestellt, die Theorie, die ich in Cheddar aufgestellt habe, dass ein hoher Druck die Oberflächentemperatur niedrig hält, ein niedriger Druck die Kerntemperatur niedrig hält. Das ist jetzt hier ein zweischneidiges Schwert, weil über die Dauer wird tatsächlich der innere Reifen echt heiß. Aber man kann mit niedrigem Druck, kannst du es vergessen, die Oberflächentemperatur wird hier so heiß, dass ich mich auf Dauer irgendwann safe wegdrehen werde. Deswegen lieber nehme ich einen heißen Reifen in Kauf im Kern, dafür aber an der Schale etwas kühler. Ja, so jetzt die Theorie. Mal gucken, das werden wir dann im Rennen sehen. Eins nach dem anderen, jetzt sind wir aber erstmal im Qualifying, aber das ist zum Setup. Wie gesagt, also ich glaube, da sind wir hier was ganz Gutes auf der Spur so mit diesen Setups. Mal gucken, wo die Reise noch so hingeht. Ich habe auch probiert mit mehr Bodenfreiheit, aber da verlieren wir einfach zu viel Zeit und ja, hat sich auch nicht so gut angefühlt. Klar, die Curbs haben wir besser geschluckt, aber tatsächlich ein bisschen weichere Aufhängung war hier der beste Weg. Aber ich bin mal gespannt. Gerade hier Radschutz und so weiter habe ich auch noch nicht vollends ausgetestet. Also ich, wie gesagt, ich glaube, wenn wir nächste Saison wieder hier zurückkommen, wenn wir ganz andere Setups sehen, die einfach nochmal so viel geiler sind, aber die sind schon auf jeden Fall, also Cheddar und jetzt auch hier, kann ich jetzt schon mal sagen, ist safe schon mal besser, wie das, was wir in Bahrain gefahren sind, so vom Gefühl her. Von der Sicherheit her auch. Und mit Sicherheit kommt dann meistens auch die Speed. Nicht immer, aber manchmal. So, Reifenauswahl. Wir haben natürlich die Softreifen. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal raus, beziehungsweise Sprit weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir nehmen mal 6 Kilogramm mit und dann sehen wir mal, was wir gleich Rest haben. Und dann fahren wir mal raus, auch wenn viel gerade los ist, aber wir werden schon einen freien Spot bekommen. Park für mehr wird akzeptiert und wir fahren raus. Okay, let's go. Ja, wie immer gilt das Ziel natürlich, Williams schlagen wäre geil, aber auch hier das neue Australien, wer es nicht mitbekommen hat, Australien wurde umgebaut, das sind jetzt, eine Schikane ist komplett weggeflogen, insgesamt ist die Strecke einfach schneller geworden und deswegen, du hörst ja schon, schnell bedeutet Motorleistung haben wir nicht, auch wenn wir jetzt ein Upgrade schon haben, wir sind immer noch in der Gesamtleistungstabelle, was die Motorleistung betrifft, letzter. Und was die Gesamtleistung betrifft, sind wir tatsächlich immer noch zweitletzter. Knapp hinter Aston Martin, weil auch die ein Upgrade bekommen haben. Ganz wieder viel Verkehr. Ich mache lieber gleich mal ein bisschen Platz. Sehr gut. Ich glaube, ich habe schon gesagt, ne, dass wir jetzt mittlerweile mit dem Day Zero Patch spielen. Der kam Montag diese Woche raus. Das heißt, wir haben jetzt auch Red Bull und Mercedes tatsächlich geupdatet. Und auch sonst ein paar kleine Fehler. Ich meine auch dieser Grafik. Fehler, den ich hatte, ist jetzt nicht mehr da. Das heißt, auch die YouTube-Videos sollten jetzt etwas bessere Qualität haben. Wobei, Australien ist immer so eine Sache, durch diese ganzen Maschendrahtzäune und so weiter, da ist der Codec komplett überlastet auf YouTube. Deswegen nehme ich das Argument erstmal zurück und vielleicht werden wir die bessere Bildqualität auf YouTube auch erst im nächsten Rennen sehen. Aber ich versuche das Ding schon mit echt höheren Bitrates und so zu rendern. Aber ich denke, da macht mir der YouTube-Codec dann so ein bisschen Strich durch die Rechnung.
So, jetzt haben wir ein bisschen freien Spot hinter unserem Teamkollegen. Mercedes kommt da noch, aber ich hoffe, der kommt uns jetzt nicht zu nah in die Quere. So, auf jeden Fall, jetzt zählt's, erster Run. Auf geht's, Feuer frei. Sind zu spät eingelenkt. Die Schatten sind halt so fies hier. Bisschen zu sehr den Köpter in betroffen, schlechter Winkel gehabt, aber immerhin nicht abgeflogen. Ja, ein paar Fehler waren drin, aber für den ersten Run bin ich erstmal zufrieden. Eine 19,7. Ich bin sehr zufrieden. Also ich wollte gerade noch sagen, aber nicht gerade während der Runde. So eine mittlere 19 wäre ganz gut, glaube ich. Und das haben wir jetzt gerade. Also wie gesagt, man darf hier jetzt erstmal nicht verkennen in dieser Karriere. Wir haben zum ersten... Ich feiere das immer noch. Ich weiß, das klingt so total bescheuert. Ich feiere das aber immer noch, dass wir so ein schlechtes Auto haben. Ne, wir haben halt wirklich das zweitschlechteste Auto. Dementsprechend wäre es ja auch vermessen, wenn wir jetzt auf einmal Platz 5 wären oder so. Und deswegen ist es schon ganz cool. Es war eine gute Entscheidung, mit dem schlechtesten Aggregat zu gehen. Ich meine, das wird uns noch ziemlich viel Nerven kosten, wenn ich sehe, wie die Abnutzung schon aussieht. Aber hey, das ist die erste Saison. In der ersten Saison geht es wirklich nur darum, Fuß zu fassen, den Grundstein zu legen, Erfahrungen zu sammeln. Und ja, da mal gucken. Und ich hoffe trotzdem, dass es unterhält, ja, auch wenn es nicht um vorne oder direkt ins Mittelfeld geht, sondern dass es wirklich Kämpfe sind um die letzten Plätze. Aber das, so eine Erfahrung haben wir halt eigentlich so gut wie nie gemacht auf dem Kanal. Ich wollte es immer, haben wir aber nie und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil. Und dann gucken wir mal, wo die Reise halt einfach hingeht. Ja, Aston Martin auch aktuell ja müh besser. Also wie gesagt, wenn wir die schlagen, wäre geil. Stroll hätten wir schon mal hinter uns, trotz diesen Fehlern, die ich jetzt hatte. So, jetzt sehen wir auch gleich mal unseren Teamkollegen mit den Farben. Wie sieht denn das jetzt aus mit dem etwas helleren? Oh doch, ich finde es, glaube ich, ganz geil. Hat was. Finde ich cool. So ein bisschen Silber kommt raus, je nach Glanzeffekt und so, aber es ist trotzdem doch das Anthrazit. Relativ dunkler Skin, aber wie gesagt, für die kommende Saison können wir uns ja was Neues überlegen. Wobei ich so als Kernfarbe dieses Lime Green, sage ich jetzt mal, schon gerne lassen würde. Weil sowas Gelb, Gelb fehlt halt ein bisschen aktuell in der Formel 1. Und deswegen würde ich das schon ganz irgendwie gerne lassen. Ich meine, British Racing Green oder Grün haben wir ja durch Aston Martin wieder zurückbekommen. Vor 2 Jahren und so weiter. Gut, Rosa würde jetzt noch fehlen oder so. Könnte man wieder zurückbringen. Aber gut, haben wir eigentlich durch Alpine ein bisschen wieder mit drin. Aber wie gesagt, das würde ich schon gerne als Grundfarbe lassen. Ich habe ja auch mal in Aussicht gestellt, vielleicht so in Richtung Grello gehen. wenn ihr Grello kennt, Daumen nach oben schon mal. vielleicht machen wir das mal irgendwann, wenn es passt. Wenn wir was Cooles haben. Ja. So, aber egal, um das soll es jetzt nicht gehen. Die Saison werden wir auf jeden Fall mit dem Skin bleiben. Außer der Fahrerhelm, den passen wir auf jeden Fall nach und nach an. Und halt Sponsoren, ne? Das ist klar, das kann sich ja immer mal ändern. Auch in der echten Formel 1 ändern die sich immer mal wieder. So, wir nehmen die besseren Reifen. Wir machen tatsächlich nur noch einen Run. Das ist, weil ich glaube nicht, dass wir 2 Runs noch schaffen. Deswegen würde ich mal wieder, lass mich kurz rechnen, meine Damen und Herren. Wir sind bei 1,20 ungefähr. Das heißt, bei so 1,40 aller Spesens sollten wir raus. Und dann, ja, spulen wir mal vor, bis die ersten rausfahren oder die meisten draußen sind. Ansonsten 1,40 Rest ist der schlägste Punkt. Okay, so.
Ich habe halt immer noch die Sorge, dass, wenn ich vorspule, dass sie auch eine beschleunigte Zeit fahren. Natürlich nicht so beschleunigt, wie ich vorspule, aber in der Vergangenheit war es in den F1-Zahlen immer so, dass dann die Zeit eher berechnet wird und nicht tatsächlich simuliert. Und ja, und das ist halt immer blöd. Ja, deswegen sage ich immer Vorspulen nur, wenn niemand auf der Strecke beziehungsweise niemand auf einer fliegenden Runde ist. Deswegen lasse ich den jetzt mal fahren, auch wenn wir ihn wahrscheinlich nicht schlagen können, aber wir können ihm ja mal zugucken, was er da so macht. Alfa Romeo auch so ein richtig schönes Auto, finde ich. Ist gelungen. Die Nase knickt vorne zwar ein bisschen ab. Das haben sie natürlich durch diesen weißen Ding noch mal ein bisschen mehr betont, aber trotzdem finde ich den Alfa Romeo sehr schön. Generell finde ich tatsächlich die neuen Formel 1 Boliden eigentlich sehr geil optisch von der Form. Gerade wo sie ja dieses Showcar präsentiert haben, das hat mir nicht so gefallen. Leider hat ja unser MyTeam-Karriere-Fahrzeug genau die Form dieses Showcars. Weil was mir nämlich nicht so gefällt am Showcar ist, diese breite Nase, die sieht irgendwie total deplatziert aus. Und ich finde tatsächlich gerade die etwas schmaleren Nasen, also es sind ja eigentlich bei allen schmälere Nasen geworden. Ich glaube, Aston Martin ist noch ein bisschen breiter, Alpha Tauri ist noch ein bisschen breiter, aber die haben ja trotzdem eine andere Form. Deswegen finde ich tatsächlich, die Teams haben das alles optisch auch sehr schön gelöst. Schade, dass wir hier im Spiel halt diese fette, hässliche Nase bekommen haben. Und ich glaube, die werden wir halt auch in den nächsten Jahren in der MyTeam-Karriere auch behalten. Seien sie sagen halt wirklich, nee, okay, kein Team hat so eine Nase, dann ändern wir das ab. Aber sei es drum. Vielleicht mit dem entsprechenden Skin oder so kann man die so ein bisschen verdecken. Ja. Ja, der ist eh schon schneller als wir. Im Prinzip ist es egal. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich darf nur nicht vergessen, wenn andere rausfahren, beziehungsweise dass ich auch rausfahren soll. Wie gesagt, 1,40 Rest sollen wir rausfahren. Tja. Wir können ja ganz kurz Wetter mal gucken im Rennen. Wird auf jeden Fall sehr warm. Wärmer als jetzt. Das ist interessant. Also wir müssen echt bei den Reifen wieder aufpassen mit dem Überhitzen. Ich glaube, wir haben halt noch nicht so ein gutes Chassis und Aero, als dass das, das Ganze so ein bisschen das Ganze halt so ein bisschen retten kann. Mir fällt das andere Wort nicht ein. Austarieren ist es auch nicht. Auswiegen, auswogen, kletten kann. Ach, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Problem, ja. Wird sogar vielleicht eher dadurch verstärkt, weil wir ja kein so gutes Fahrzeug haben aktuell. So, die werden alle nochmal rausfahren. Unser Teamkollege ist auch noch nicht draußen. Oh, ist echt viel los. So, wir gehen bei 1. Ne, wir warten bis Alex sagt man Albon oder Albon? Ich weiß es nicht. Ich werde immer belächelt, wenn ich die Namen falsch ausspreche. Ich sage einfach Alex. Ihr wisst, wen ich meine. Genau, wenn er in dem Eck ist, wollte ich sagen, gehen wir raus. Right, the car's ready. Let's get it out there. So, jetzt aber. Saubere Runde hinkriegen. Ein paar Zehntel nochmal finden, weil die werden alle nochmal schneller werden. Garantiert. Und dann eine ganz ordentliche Startposition einfahren. Das wäre doch was. Mal wieder Reifen auf Temperatur bringen. Ja, was auch noch ist, genau was man sagen kann, natürlich, dass die Aufhängung ein bisschen weich generell ist, also vorne wie hinten, ist es auch beim Bremsen nicht ganz so geil, tatsächlich. Also, Bremsleistung ist auch noch nicht so ganz perfekt. Muss man auch sehr, auch gerade mit den Mediums oder den harten Reifen, muss man ein bisschen aufpassen. Lieber so einen gefühlten halben Meter früher bremsen. Das klingt jetzt zwar blöd, aber ist so. Temperatur bringen. Also, Konzentration nochmal. Und jetzt komm, einmal eine saubere Runde hinsetzen. Mal den Quali-Fluch besiegen. Ja, wieder nicht optimal.
glaube P18, wenn ich's. Ja, P18. Im Lenkrad sieht man's. Bin ich zufrieden. P18, Australien. Okay. Also Australien war noch nie mein starkes Pflaster. Klar, mit dem Umbau vielleicht schon mehr. Aber ich bin zufrieden. Fehler gemacht in Turn 1. Auch die schnelle Links-Rechts-Schikane wollte ich nicht wieder einen Quersteher haben. Deswegen mehr auf Nummer sicher gefahren. Auch da lag nochmal bestimmt ein Zehntel drin. Also, ich bin zufrieden. Gucken wir mal, wen wir geschlagen haben. Wir sind, ja, ganz knapp hinter Alex. Aber ey, ein Hundertstel, also das ist nix. Auch gar nicht so weit weg von Stroll, also nicht schlecht. Aber wir haben geschlagen, Joe, im Alfa Romeo, der ist zu früh raus vielleicht. Tsunoda, Alfa Tauri, das ist interessant, der muss wohl einen Fehler drin gehabt haben. Und Latifi haben wir geschlagen und unseren Teamkollegen, das ist auch schon mal gut. Also das ist schon mal sehr gut, das ist sehr gut. Mal gucken, was im Rennen geht. Ich bin zufrieden, ey, ohne Witz, ich bin zufrieden. Ich meine, das wird, irgendwann werden wir es auch schaffen, mal ins Q2, glaube ich, aber... Noch nicht, noch nicht. Aber ich bin happy. Ich hoffe, ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Woche wird es auch immer so sein, ihr werdet Quali und Rennen in einem oder an einem Tag bekommen. Ja, also ein paar Stündchen warten. Dann gibt es auf jeden Fall auch noch das Rennen heute. Das wird sich dann in den kommenden Wochen dann so ein bisschen splitten, dass dann ein Tag Quali, ein Tag Rennen oder so und dann mal vielleicht einen Tag Pause oder so. Aber jetzt am Anfang, wo das Spiel noch frisch ist und ich auch übelst motiviert bin, immer noch. Ah, das ändert sich auch nicht. Aber gibt's natürlich jetzt richtig Action und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Lasst mich wissen mit einem Däumchen nach oben und natürlich auch gerne Feedback in den Kommentaren. Ich bin jetzt erstmal raus und dann hören wir uns in ein paar Stunden wieder zum Rennen, zum großen Preis von Australien. Mach's gut und bis dann. Ciao!